Hallo und willkommen zurück zu Hearts Medicine. Ich wollte mich hier gerade mal ein bisschen umschauen. Okay, das ist einfach nur Hauptmenü. So wird gespielt. Das ist Facebook. Wir können hier was kaufen. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal dieses Minispiel. Und guck mal. Emily. Emily, was machst du denn hier? Nun, ich war wegen Pages Kontrolluntersuchung hier und dann habe ich irgendwie die Kantine übernommen. Es ist irgendwie seltsam, egal wohin ich komme, die Leute suchen überall verzweifelt nach einer guten Köchin. Tja, das sind gute Neuigkeiten. Dann wird die Krankenhauskost endlich um einiges besser. Wenn du später nochmal wiederkommst, koche ich dir etwas Leckeres. Okay. Hilf Emily in der Krankenhauskantine. Neues Objekt, neues Objekt, neues Objekt. Ich habe keine Ahnung. Du willst einen Stuhl. Du willst ein Tablett. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Okay. Ich sehe schon. Wo ist der Muffin? Wo ist der Muffin? Oh Gott, ich habe keinen Plan. Ach, da. So. So. Ich glaube... Oh. So, ihr auch. Kombo. Oh, hier, Allison, dein Kuchen. Du kriegst... Das. Ach so, warte mal, das, das. Das, das. Ich habe keine Ahnung. So? So? So. Perfekt. Ihr könnt euch ruhig schon. Ihr könnt euch ruhig schon anstellen. Hallo, hallo? Achso. So, Chips für dich. Chips für dich. Und das auch für dich. Okay. Meine Güte. Hier, die kriegt ein. Was ist das? Sangria? Bitte erstmal. Hey, ein Stern. Wir haben gar keinen Platz mehr. So. So. Dürfte ich Sie bitte an die Theke bitten? Ich bin schon leicht überfordert. Hier, die wollen alle Alkohol am Morgen. Mache ich hier irgendwas falsch? Nee, der hat... Okay, jetzt müssen wir das hier wieder machen. So, hier für dich. Du willst nur Chips und Soda. Meine Güte. Oh, wir haben keine Chips mehr. So. Ach, das ist unser... Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Das war ja nicht so gut. Ich glaube, ich werde niemals drei Sterne schaffen. Hey, aber wir haben Diamanten. Was können wir denn hier holen? Sollen wir hier irgendwas holen? Ach, wisst ihr was? So egal. Das sieht aus wie ein Rollstuhl. Ach komm. Dieses. Möchtest du dieses mysteriöse Paket wirklich kaufen? Das finde ich mysteriöser als das. Also, das ist ein Rollstuhl. Ja. Ob ich mich mal kurz draufsetzen sollte, wenn mich niemand beobachtet? Ja. Perfekt. Und jetzt? Aber hier konnte man. Nee, konnte man nicht. Okay, ich würde sagen, weiter geht's. Ich muss unbedingt auf Oliver achten. Lagerlieferung. Daniel will einige Renovierungsmaterialien in der Station aufbewahren. Spielen. Oh, Earl ist immer noch da. Ich muss wieder in die Apotheke, aber denk daran, lass dich nicht unterkriegen. Vor allem nicht von diesen Witzfiguren.
Nun, ja, das kannst du genau hier hinstellen. Daniel, was ist denn hier los? Wir wollten hier ein paar Sachen für die Renovierung lagern. Aber stört das nicht unsere Patienten? Vielleicht ein kleines bisschen, aber du würdest mir wirklich einen riesengroßen Gefallen damit tun. Okay, wenn du das mit Michael abgesprochen hast. Danke, Allison, du bist ein Schatz. Was macht man denn mit dem? Die Überprüfung der Augen der Patienten erfolgt viel schneller, wenn sie etwas Schönes betrachten können. Na gut. Das kaufen wir. Aber das haben wir doch schon alles, oder? Ist das einfach neu? In gemütlichen Betten verlieren die Patienten langsamer Herzen. Oh. Na dann. Jetzt habe ich fast nichts mehr. Okay. Neues Objekt, neues Objekt. Nimm die Lieferung an. Wir legen dich erstmal hin. Du gehst duschen. Lieferung. Hallo, hallo. Los, Lieferung. Muss ich jetzt auch noch auf Earl achten? Du brauchst das. Und das. Klicke seitlich an die Spritze, um die Blasen zu entfernen. Ah, okay. Denk immer daran, wenn du schneller bist, verdienst du mehr Herzen. Ah, okay, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein. Ich schaff das. Achso, warte, hier. Gott. Hier, geh schon mal duschen. Ah, oh, eher, ah, oh, ah. Earl ist ruhig. Oh. So. Ich pack mal gleich hier sowas alles ein. Du kannst schon mal dahin, du kannst dahin. Hey, ich hab es gefunden! Wuhu. Perfekt. Komm hier, ich habe ja schon ein Pflaster. So. Achso, nach unten. Okay. Sehr gut. Oh, Gold. Und so. Du kannst schon mal hier hin. Du hier hin. Du brauchst ein Pflaster. Oh Gott. Und dann nehmen wir gleich hier noch ein Stäbchen mit. Hä? So. So. Dafür brauchen wir von ein bisschen was. Perfekt. Das läuft doch. Was braucht die? Spritze und das. Perfekt. So, hier, das nehme ich einmal mit. Das nehme ich einmal mit. Schicht fertig. Aber warum? Komm, können wir gleich erledigen. Erledigen. Yay, yay. Wuhu, 3 Sterne. Und wir haben Ollivans gefunden. Freue mich gerade ein bisschen. Finde ich gut. Ach, da kriegen wir das Gold. Super. Freigeschaltet. Neue Behandlung. Aktionen. Einige Behandlungen erfordern eine Reihe von Handlungen. Befolge die Reihenfolge, um die Behandlungen abzuschließen. Tipp. Manchmal musst du wiederholt vor- und zurücklaufen, um eine Aktion abzuschließen. Das ist, klar. Oh, hallo Daniel. Wofür ist das? Weil du mir heute geholfen hast. Die Renovierung läuft nicht wie geplant. Und es ist schön, dass mal jemand mit anpackt, anstelle sich immer nur zu beklagen. Na, danke schön. Diese Renovierung liegt dir sehr am Herzen, nicht wahr? Du weißt, dass mich mein Vater zum Leiter dieses Krankenhauses gemacht hat, stimmt's? So beweise ich den Leuten meine Kompetenz, dass ich vielleicht sogar besser bin als mein Vater. Und einige negative Stimmen halten mich nicht davon ab, das beste Krankenhaus der Welt zu erschaffen. Selbst wenn ich es eigenhändig renovieren muss. Tja, meine Hilfe ist dir sicher. Aber du bist Assistenzärztin, daher werde ich nur gelegentlich auf dich zurückkommen. Oh, was für ein Kompliment. Dankeschön. Hey, Earls Blutdruck. Earls Blutdruck muss überwacht werden. Halleluja. Der Earl. Na dann,
Auf zu Earls Blutdruck. Du siehst verdächtig glücklich aus. Ich weiß, das liegt daran, was Daniel gestern gesagt hat. Er will sich nicht von negativen Stimmen beeinflussen lassen und das ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Da wir gerade von negativen Stimmen sprechen. Er macht dir hoffentlich nicht zu viele Probleme, aber Earls Blutdruck muss heute regelmäßig überprüft werden. Keine Sorge, ich werde ihn mit Freundlichkeit erschlagen. Kannst du mich bitte gleich erschlagen? Ich habe jetzt schon genug von diesem fröhlichen Quatsch. Hahaha. Okay, 350 haben wir. Was macht das hier? Beruhigt die und entspannt die Patienten. Patientinnen verlieren langsamer Herzen. Ah, ich glaube, ich kaufe eher lieber nochmal so ein Bett. Und Stuhl hätte ich eigentlich... Ach naja, gut, jetzt ist egal. Jetzt ist egal. Noch ein neues Objekt. Darf ich Sie bitte auf den Stuhl? Oh Gott. Geht es vielleicht noch langsamer? Oh Gott. Das wird etwas sehr herausfordernd, wenn... Hallo? Hallo, kleiner Junge, der jeden Tag herkommt. So. So. Du willst ins Bett. Du willst ins Bett. So. Hol ich gleich das hier noch ab. Die kann hier rauf. Perfekt. Perfekt. Was hat die? Ah, habe ich nicht. So. Perfekt. Oh. Yay, Oliver. Woohoo. Voll gut. Oh nein, ich habe Earl vergessen. Verdammt. Earl? Earl? Jetzt habe ich ihn... Was jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe Earl vergessen. So. Ich glaube... Was ist jetzt? Oh. Ich kann jetzt nicht mehr zu Earl. Verdammt. Verstehe ich nicht. Ich glaube, ich fange nochmal an. Erneut. Ja. Ja, das überspringen wir mal schnell. Was habe ich gekauft? Ah, ich habe kein Geld mehr. Spielen. Okay, ich muss mehr auf Earls Zeit gucken, ja. Tempo ist nicht gerade deine Stärke. Ja, ja. So. So. Warum kommen die endlich immer her zum Duschen? Oh, der ist Gold. Den mache ich gleich mal. So. Okay, Earl. So, die braucht hier das und das. So. So, kann ich gleich zu Earl. Zwei Klos. Ach. Uhu. Das lief gut. So. Ich muss meine Aktionskette muss ich besser timen. Aber es geht schon. Alles gut. Guck mal, dann kann ich die ja ab. Dann kann ich das hier holen. Dann kann die hier hin. Also ich muss sagen, das ist schon nicht leicht, ne? Als Krankenschwester wollte ich gerade sagen. Als Assistenzärztin hat man keinen leichten Job. Na ja. So. Das ist der gleiche Junge. Sind das Zwillinge? Gibt's ja nicht. So, was muss ich hier machen? Ach so, ziehen. 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 Ja, das ist, glaube ich, eher so ein... Oh, Earl. Eher so ein Tablet-Spiel. Aber es geht auch auf dem PC. Alles gut. So, du kannst schon mal duschen. Du kannst dich hinlegen. Earl, geht's gut. Was brauche ich? Pflaster. Ja, nehme ich gleich nochmal hier sowas mit. Perfekt. Perfekt. Earl.
So. Oh nee. So, fertig. Tschüssi. Perfekt. Ich habe Oliver diesmal nicht gefunden. Ah, verdammt. Na gut, egal. Boni für Schnelligkeit. Schnelle Patientenzuweisung bringt ein Bonusherz. Eine schnelle Behandlung oder Aktion gibt dem Patienten ein Bonusherz. Tipp, verzichte auf schwere Schnelligkeitsboni, um dir leichte zu sichern. Okay. Oh nein. Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh. Nun, zumindest bist du auf Trab, wenn mein Leben in Gefahr schwebt. Der Earl, wisst ihr? Was? Bist du geisteskrank? Ich dachte, du wirst sterben, Earl. Ah, warum hast du das getan? Ich war heute den ganzen Tag nett zu dir. Und du schwuchst mir die ganze Zeit Beleidigungen ins Gesicht. Habe ich dir jemals etwas getan? Ach, jetzt verschlägt es dir wohl die Sprache. Darauf falle ich nicht noch einmal herein, Earl. Earl? Earl? Earl, nicht sterben, Earl. Oh je. Oh, der Arme. Habe ich ihn doch gefunden? Oh, anscheinend doch. Ach, der Earl. Okay. Ich würde sagen, wir werden ja dann in der nächsten Folge sehen, wie es Earl geht und wie es mit Allison und... Ich glaube, zwischen Allison und Daniel bahnt sich irgendwas an. Und wir werden sehen. Es ist wirklich wie eine Soap-Opera. Oh mein Gott. Es ist so ein Mädchenspiel. Aber vielleicht macht es ja auch den Jungs Spaß. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge Hearts Medicine wieder. Bis dahin. Bye, bye.